Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Beim letzten Mal haben wir zwei wichtige Ziele abgeschlossen. Das eine kam zwar oder wird zwar als optionales oder primäres Ziel nicht angegeben, aber das ist mir egal, weil ein Sniper weniger auf der Karte ist schon gut so wie es ist. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, haben wir noch den Offizier für die Bücherverbrennung ausgeschaltet. Und er war auf jeden Fall ein optionales Ziel. Wir aber heißt, das habe ich mittlerweile schon wieder vergessen, leider. Das macht aber nichts, weil die Dokumente wurden ja allesamt... Nee, Quatsch, er hatte ja gar nichts bei sich. Stimmt, habe ich vergessen. Auch das noch. Ah. Strauß, glaube ich, hieß er irgendwas mit Nachnamen. Nee, Quatsch, Oswald. Oswald hieß er mit Nachnamen. Wie komme ich denn auf Strauß? Boah. Einen schönen eisgekühlten Spezi. Soll kein Product Placement hier oder so werden. Ja, die beiden hatten wir beim letzten Mal noch gesehen, aber hier auf der anderen Seite bei der kaputten Stadtmauer, da ist der vierte und bis jetzt letztbekannte Sniper unterwegs. Nichtsdestotrotz, da unten sind wir ja auch noch nicht fertig geworden, weil ich bin der Meinung, da lag ja auch noch irgendwas. Irgendein Dokument, glaube ich, lag da unten auch noch. So, die beiden. Die würde ich schon ganz gerne als nächstes nehmen, aber der Sniper auf der Stadtmauer, das ist eigentlich für mich das wichtigste Ziel. Und ganz unten, glaube ich, waren wir ja auch noch nicht drin. Wir sind ja hier beim letzten Mal durch das Fenster hineingestiegen. Die stehen zwar allesamt noch da hinten wie versteinert, aber keiner rührt sich vom Fleck. Keiner will mal begutachten, was da vielleicht noch alles im Argen liegt. Ja. Bitte hören Sie auf zu schreien. Okay, hier geht's nach oben, sehr gut. Also solange wie keiner schießt, ist ja alles verhältnismäßig noch in Butter. Okay, der Typ hat sich entspannt. Hallöchen. Wo kommst du denn her? Ach so, ein Parallelweg. Junge, nicht weglaufen. Ja, bleib stehen. Doch mal jetzt stehen, Junge. Wo führst du mich denn hin? Ganz ehrlich, das ist mir nicht wert. So, das hier ist... Ah, okay. Ja, gut. Genau, das war der Plaza oder zumindest der Marktplatz oder was auch immer das hier sein soll, von dem sich Trupp A aus wegbewegt hatte zum Stadteingang. Jetzt komme ich auch so langsam wieder ins Bilde.
Der Sniper von der Stadtmauer kann uns hier nicht sehen. Das ist auch schon mal für unseren Vorteil. Und der Typ bewegt sich gar nicht weg. Gut, ein anderes Fußpaar sehe ich bis jetzt noch nicht auftauchen. Jetzt brauchst du dich auch nicht mehr umdrehen. Irgendwer hat da ja noch abseits reingequatscht gerade. Ja, nee. Das war so semi-optimal. Aber ich meine, ey. Die Quote fürs Neuladen muss ja auch da sein, nicht wahr? Jetzt nochmal, ohne dass du dich umdrehst. Waren denn dann zu dem Zeitpunkt die anderen Leute? Ach, da steht er. Aber er war garantiert nicht der Einzige. Okay. Auch Geistkill. Bitte schieß nicht, bitte schieß. Nein! Nein! Das hätte so eine gute Streak werden können. Ja, da. Nö. Nö. Zurück auf Anfang. Ah! Mann. Nicht überheblich werden. Ich weiß, das war jetzt auch wieder so ein extra Pendant. So ein Musterbeispiel dafür, wie man es halt nur verkacken kann, wenn man zu übermütig wird. What? Wo geht's denn hier lang? Hey, hier war ich ja noch gar nicht. Oh. Geschmeidig vom Thema abzulenken, das ist immer gut. Ja, genau, da geht's wieder zum Haupttor. Aber ich weiß, hier war ich ja auch schon. Och nö! Das gibt's doch nicht! Ey, Jungs. So, jetzt aber. Ist ja schon wieder ein Paradebeispiel für die absolute. Ja, okay, sie beruhigen sich wieder. Ey, wieder ein Beispiel dafür, wie grob man und schnell es einfach nur zu verkacken geht, ne? Jetzt möchte ich aber auch mal wieder durchgehend hier, also wenn du das jetzt schaffen, konstant bis zum Ende des Parts. Nicht einmal mehr einen Kontrollpunkt neu laden müssen. Das wäre doch ein Ausgleich, oder? Ihr kennt mich ja langsam. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, selber glauben tue ich das auch nicht.
wollte, höre ich nicht. Nein! Scheiße! Ach Mann! Alter. Das kann doch echt nicht euer Ernie sein. Ey. Wo? Alter, nein. Gut, er hat wenigstens nicht geschossen. Ein ganz, ganz minimaler Trostpreis. Okay, ihr könnt selber drüber abstimmen. Kriege ich noch eine Chance? Also ab jetzt gesehen? Oder gönnt ihr mir das nicht und sagt, nö, verkackt. Auf ganzer Linie. Also ich wäre halt selber so einer, der sagen würde, nö, dezent verschissen, weil ich gönn's mir selber nicht. Aber wenn ich nun mal... dementsprechend hart eingestellt. Aber ich überlasse es euch, in Anführung. Da drüben, rüber da. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, aber die hocken sich ja gefühlt dahin, wo ich hinlatsche. Jetzt muss ich nochmal was Kaltes trinken. Das geht ja nicht. Erstmal wieder die Nerven. Erstmal wieder die Nerven beruhigen. Also das wird mitunter, und wir sind ja noch nicht mal im schlimmsten Bereich der Karte. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Brücke habe ich echt schon gefressen, so was das angeht. Aber das hier... ist auch ein hartes Brot. Ich will gar nicht mehr die Leiter hochklettern, wenn ich ehrlich sein soll. Prinzipiell weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich mich hinschleichen soll, um nicht entdeckt zu werden. Gibt es doch nicht. Ah, ich glaube, da oben war Abwehr. Zumindest ist das eine Vermutung. Eigentlich habe ich sie auf den da oben abgesehen. Aber bevor jeder Platz nicht geräumt ist, so lange muss er sich noch gedulden. Das sieht ja aus wie bei Dark Souls, ey. Eine Nebelwand. Nicht, dass dahinter noch was Schlimmeres wartet. Ja, also wir sind jetzt gleich original wieder am Ausgangspunkt. Hätte ich gerade fast übersehen. Das Plakat kannst du dir ruhig länger ansehen. Nein! Och Jungs, ey, ihr wollt mich doch echt vorführen, ne? Ihr wollt mich doch auf Krampf verarschen. Von mir aus bleibt da jetzt stehen. Bleibt da jetzt stehen, habe ich gesagt. Möchte auch mal irgendwie einen Fortschritt erzielen, oder nicht?
armer Mann. Also, wie gesagt, wir sind jetzt hier wieder am Ausgangspunkt. Gut, wenigstens rührt sich da hinten momentan nichts. Was? Junge, wo denn? Wer? Hey, die ganze Situation gefällt mir ja einfach mal absolut gar nicht. Erstens sehe ich... Ach, da steht er. Okay. Erstens sehe ich so gut wie keinen und zweitens wissen die meisten... Oder ich latsche genau dahin, wo die meisten sich hinsetzen. Auch der Typ scheint sich gar nicht mehr von der Position wegzubewegen. Was ja unter Umständen gut sein kann, aber nicht muss. Gut. Eine schöne Sichtblockade. Das können wir doch für unseren Vorteil nutzen. Hoffe ich mal. Und weh, du drehst dich jetzt auch um. Hast du fein gemacht. Da kannst du liegen bleiben. Okay, Stielhandgranate. Ach ja, da ist ja eine für draufgegangen für den, oder zwei sogar, für den Panzerwagen. So, auf ein neues. Möge es ja diesmal einmal funktionieren. Das Lustige ist, auf einmal hört man halt gar keinen mehr, ne? Als wären jetzt auf einmal alle weitergezogen. Das gehört. Abseits vom Knistern des Feuers. Da ist gerade wer lang gelaufen. Aber ich weiß nicht wohin. Auf jeden Fall war das unter uns, so viel steht fest. Also ich finde es hier echt gerade ein bisschen beklemmend, muss ich sagen. Ah, ist der Offizier, der italienische. Nicht der letzte. Das glaube ich nicht. Das zweifle ich nach wie vor an. Ach, schau mal, von hier hätten wir auch hochgehen. Nee, oder? Ist das ein Verbindungsstück zu dem Turm, wo der Sniper drauf saß? Schwer zu sagen. Der andere auf der Stadtmauer patrouilliert hier momentan nicht. Doch, wir hätten hier hochklettern können. Alles klar.
Aber machen wir mal schnell, dass wir hier wieder runterkommen. Okay. Ja, jetzt haben wir ja fast. Gut, wir sind noch nicht fertig, aber jetzt haben wir fast den ersten großen Bereich, sage ich mal, innerhalb der Stadt abgeklappert. Was sagt denn mein Timer? Ja, haben noch Zeit, das ist gut. Das ist very, very gut. Hier waren wir auch noch nicht drin. Vielleicht bringt uns das auch gar nichts. Nö. Nada. Gut, weiter im Text. Was haben wir hier noch auf dem Marktplatz? Looks like that's the house. Ist das Weiße da oder was? Okay. Ja gut, müssen wir mal gucken, ne? Also scheint ja schon mal ein Tor offen zu sein. Wir waren hier auch schon. Oh Mann, ey, es sieht ja alles gleich aus, ey. Ah! Oh shit. Von dem linken Turm. Ich hatte es gerade noch. Ey. Ich hatte es gerade noch blitzen sehen. Also den Weg nach drüben können wir uns wieder sparen. So viel ist sicher. Was war das gerade? Okay. Okay. Ariana, run for it. Thank God, you made it. Here, take this. Hope she makes it to Allied Lines. The locket she gave me must contain the key to the music box. And to Galvani's research. Okay. War das darauf gerade bezogen, von wegen, es sei das Haus? Das war kein Haus, das war eine Tür. Also ein Durchgang, würde ich mal eher sagen. Ja, okay. Wir haben seine Frau befreit, das ist... auch gut. Das hatte ich zwar nicht abgesehen innerhalb des Partes, aber ja. Ein Primärziel, das erste sogar. Ist nett. Keine Frage. Und das allererste verschiedene Dokument. Nachricht von Veriana. Mein liebster Antonello.
Ich bete dafür, dass du diese Nachricht rechtzeitig erhältst. Ich schicke sie dir über unsere üblichen Kanäle. Unlängst sprach ich mit einer alten Freundin. Sie wohnt am Meer und spürt die Kälte bereits sehr deutlich. Ich hielt es für angebracht, sie vor den starken Windböen aus dem Norden zu warnen. Sie bedankte sich überschwänglich und sagte, sie würde die notwendigen Vorkehrungen treffen. Ich gehe davon aus, dass ein junger Mann aus ihrer Bekanntschaft dafür Sorge trug, dass nichts schief ging. Die Zeit arbeitet jetzt gegen uns. Sie versichert, dass mein Herz unser Lied singt, mein Liebster. Und ich verspreche dir, dafür zu sorgen, dass es die richtigen Leute zu hören bekommen. Auf ewig dein, Veriana. Ja. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, aus der Schule raus zu sein, kein Mathe mehr zu haben. Oh, ist das gut. Wenn ich das gerade gesehen habe auf der Tafel, kommt schon wieder alles hoch. Ja. Ein Primärziel weniger, das ist schön zu wissen, würde ich mal sagen. Aber auch das nach wie vor ist nur ein Bruchteil dessen, was wir noch zu tun und zu erledigen haben. Hallo. Aber wir haben den Schlüssel, sage ich mal, schon mal für die Spieluhr. Giovanni di Briona möchte absolut nicht hier sterben. Tja, da hast du dir die falsche Mission ausgesucht und die falsche KI. Netter Blumenladen. Au, Backe, ey. Also hier den Überblick zu behalten, ey, ist echt alles andere als einfach. Es sieht halt echt alles dezent gleich aus, Mann. Auch eine schicke Dachterrasse. Eine Tellermine. Ich glaube zwar nicht, dass wir die nochmal gebrauchen werden, weil Fahrzeuge, soweit wie ich mich zurückerinnern kann, werden hier wahrscheinlich keine mehr auftauchen. Okay. Ja, eigentlich wollte ich ja darüber, ne? Jetzt bin ich aber zur falschen Seite gelaufen. Okay, da war der Durchgang. Alles klar. Ja, und der Timer sagt, Part ist vorbei. Gut, dann geht's aber beim nächsten Mal auf direktem Wege zum Scharfschützen auf der Stadtmauer. So viel kann ich sagen. Weil ich hoffe einfach mal, dass hier auf dem unteren Platz einfach keiner mehr rumläuft. Bitte. Ich will das nicht. Oh. Meine Güte. Okay. Dann bleiben wir hier sitzen. Hocken. Lauern, warten. Horchen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt: Let's Play Sniper Elite 4.